Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Assassin's Creed Valhalla im Frankenland im DLC Belagerung von Paris. Ich denke mal, in dieser Sitzung werden wir die letzte Sitzung haben für dieses DLC. Ich denke, wir werden es durchhaben, denn. Und dann haben wir erstmal wieder Assassin's durch, ne? Aber wir müssen noch gucken, was der König und so, wie er uns so verarschen will und so, ne? Templer, bis daher. Und dann sehen wir einfach mal, was wir machen können. Gehen wir erstmal wieder zu Siegfried. Siegfried und fragen den, was er noch will. Ne? Meine Belagerung fängt ja jetzt an. Brauchst du mir einen Schlüssel? Egal. Hallo Hund. Wir kämpfen für den Krieger neben uns. Nicht für Gold und nicht für Ruhm. Na dann. Die Schlacht schenkt uns roten Wein ein und wir sind die Trunkenbolde. Und wieder Sequenz. Du da, wo sind Siegfried und Toka? Die Schlacht muss kurz bevorstehen. Die Krähe kommt schon zum Festmahl. Deine Zunge hat Witz, Liebes. Aber morgen sprechen wir alle in einer Sprache, die älter ist als jedes Wort. Und das Schicksal weiß jetzt schon, wer überlebt und wer stirbt. Ich frage nochmal, wo sind die anderen? Sie holen mehr Katapulte für den morgigen Angriff. Du kannst warten. Ich warte, aber woanders. Jetzt ist mir nicht so unhöflich. Nur so fühle ich Tora, mich Tora. Nee, lesen mich nicht. Ich warte da hinten. Am Bäumeli. Schön üben da hinten. Ja, sag mal. Zeig. Komm, nochmal. Dein Stand ist noch nicht stabil genug. Sag ich dir jetzt schon. Stoppst. Ja, Stand ist wichtig. Weit weg von zu Hause und wieder vor einer Stadt voller Fremder. Wann wurde unser Leben eine Sage, Sönen? Ja, ich weiß. Es war der Tag, an dem Mutter und Vater starben. Oh, das riecht nach Rückblende. Graf Odo lenkt nicht ein. Charles spielt seine Spielchen. Nee, doch nicht. Ich kann das Leben meiner Leute nicht diesen Männern anvertrauen. Der Königin könnte ich vertrauen, aber es mangelt ihr an Macht. Mein Platz ist hier, bei Siegfried und Toka. Komme, was wolle. Eivor, du bist wieder da. Dann ist also alles bereit und es gibt kein Zurück mehr. Warum sorgst du dich? Du wirst mehr Schwerter sammeln. Ich weiß, wie man Krieger auf dem Schlachtfeld erschlägt. Aber das ist eine Stadt. Sie wird brennen. Das ändert nichts. Morgen kämpfen wir als Krieger, nicht als Mörder. Das schwöre ich bei meiner Ehre. Ach, Eivor, der Redner. Und wem gibst du so freigebig dein Wort darüber, wie meine Schlacht ablaufen wird? Ich sagte es. Die Götter hörten es. Das genügt. Und wenn ich sage, wir brennen diese Stadt nieder und verfüttern die Kinder an die Raben, was sagst du dann? Dann würde ich sagen, gib Acht, wer zum Rabenfutter wird. Nicht, dass es dich noch selbst erwischt. Eivor meint diese Worte nicht so. Still, Toka.
Lass den Redner reden. Komm, Ava, erklär mir doch mal, wie ich die Raben nähren soll. Meine Klinge wird morgen für mich sprechen. Zu meinen Feinden. Mit dir habe ich keinen Streit. Noch nicht. Noch nicht. Haha, gut, gut. Lass dieses Feuer über Nacht weiter lodern. Am Morgen wird es dann unsere Rache entfachen. Zeit, mich in die Felle zu legen. Wie schaffst du das, Eivor? Vor einer Schlacht zu schlafen, meine ich. Hammer auf den Kopf. Ganz einfach. Ich rufe mir den Mord an meiner Mutter ins Gedächtnis. Und ich denke an alles, was der Allvater mir jemals sagte. Und am Ende denke ich an diese Welt voller Krieg. Und an die nächste Welt. Die Halle der endlosen Wunder. Erst dann kann ich ruhen. Ich muss schlafen gehen. Okay, die machen wir schnell schlafi und dann geht's los. Los hier. Belagerung von Paris. Teil 1. Es heißt Halfdan Ragnarsson sei der stärkste von Ragnarsson. Dann heißt das halt so. Gute Nacht. Einmal traf ihn ein Pfeil in die Schulter. Er zog ihn heraus und schoss ihn gleich wieder zurück. Hat einen Sachsen durchs Helmvisier getroffen. Ich hoffe, das war gerade eine Holzkatze da unten. Keine echte. Heute, Krieger, nehmen wir diese Stadt ein und brennen sie bis auf die Grundmauern nieder! Und heute Nacht, Freunde, wird es ein Festmahl in Odos Palast geben oder in Odins Halle mit jenen, die Würdigsten küren. Nun ist die Zeit der Ehre, die Zeit unseres Ruhms. Der Tag der Rache! Schilde! Jo! Thank you.
ist der König des Ruhmes. Der Herr ist stark und mächtig im Kampfe. Er stärkt meine Hände für den Krieg, auf dass meine Arme dieses goldene Kreuz halten mögen. Ich gebe nicht nach! Mutige Sif, bringe die Gabe des Sieges. Odin, leihe mir deinen Helm der Ehrfurcht. Wieder nähre meinen Hunger nach Rache. Vanir und Aesir, durchbrecht diese Mauern. Ich bin das Tor von Paris! Ist der bescheuert? Das ist doch bescheuert, ja. Oh mein Mama. Tor vom Stress, Kampagne! Au. Muss ich mal schnell sterben? Oh, funktioniert nicht, schade. Will aber nicht. Das ist Granate. Au. Mach ich doch. Oh, war Krewe. Oh. Tut mir nicht weh. Was ist denn jetzt bei dir? Oh, nein. Magische Mauer wieder hier. Whee! Komm, Sheriff. Ebel. Mist! Da fällt das Tor! Sag ich doch. Den Mutigen gehört die Welt. Und jetzt, Siegfried? Zu den Toren des Palasts! Wir werden ihn über Odos Schädel einstürzen lassen! Okay, da hat einer was vor. Ich verstehe. Boah. Zum Palast! Mit Feuer und... Kann ich dir mitnehmen? Sofort angreifen. Ja. Sieg. Fände ich besser. Und lief! Ja, die sind jetzt schon halb tot hier. Was heißt tot? Halb, die sitzen. Mit dir los, ein Schlag und liegst auf dem Boden, Junge. Sowas ist in meiner Mannschaft hier. Das war die Gülle. Stimmt ja. Gülle hieß die. Mega, halt! Liegt doch irgendetwas im Argen. Die Toten. Das sind alles Nordleute. Ne. Wo sind diese fränkischen Hunde? Die Stille zehren. Schilde hoch! Ist das hier eine Falle? Oder?
Wow, 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 wow. Wer macht denn nicht fertig? Au! Nächster! Okay, wir müssen uns zurückziehen. Sorry. Spaß, ne? Sie mähen uns nieder. Rückzug! Rückzug! Verdammt seien die Götter! Ich bin in Odos Falle getappt wie ein Frischling! Nicht verzagen, Siegfried. Die Schlacht ist eine wankelmütige Göttin. Onkel, es ist noch schlimmer. Späher berichten, dass dieser Kriegerpriester, Guzelin. Ja, er sammelt eine große fränkische Streitmacht im Osten, in dieser Kirche. Verdammt, auf offenem Felde werden sie uns zermalmen. Was sollen wir tun? Unsere Katapulte könnten diese Kirche treffen, aber sie sehen das Ziel nicht. Wir sollten Leuchtfeuer auf den Türmen entfachen. Das gäbe den Katapulten einen Anhaltspunkt. Ja, mach das. Ich schaffe die Verwundeten raus und mache die Katapulte bereit, bevor ich nachkomme. Gut. Und ich werde diesen Kriegerpriester Guzelin ausschalten, ehe er die Franken versammeln kann. So sieht sie mich aus. Und dann treffen wir uns wieder am Lager. Wie immer. Stecken. Na, ich warte nur auf dich. Oh, halt wie mein erwischter Feuerball. Entschuldigung, hab dich geschubst. Guck mir wieder vor. Na, was denn? Am besten rechts rum. Links rum? Rechts rum. Was für Zeit. Vorsicht! Hm? Hoppala! Verdammt! Wo schießen die denn hin? Wahrscheinlich auf uns. Nicht gut. Das not so dort. Eivor, klettere hoch und entfache die Türme. Okay. Rennt. Den Turm da auch noch? Den Turm da auch noch. Oh, schön gemacht hier. Schöner Übergang. Ne? Nein! Ins Feuer. Ah, egal. Was denn? Bin ich so schlecht gesprungen? Was schreit denn der so? Nice. Die Mission brauche ich jetzt nicht. Der stirbt jetzt, glaube ich. Katapult, der brennt. Es ist gut.
Jawohl, Treffer. Tor ist auf. Das Tor ist offen. Los! Wo ist Kaut Zellin? Maurice versammelt die Verteidiger. Ein entscheidender Gegenangriff. Ihn zu töten wird den Kampfeswillen der Verteidiger brechen. Suche nach einer Gelegenheit. Dann schauen wir mal. Hoppala. Wir haben einen Verbündeten der Nordmänner gefangen und verhören ihn im Glockenturm der nahegelegenen Kirche. Diese Verräter braucht aber eine unbekannte Wiese in die verschlossene Kirche ein. Glücklicherweise haben wir den Dieb erwischt, bevor er sich wieder hineinschleichen konnte. Wachtmeister Hubert. Okay. Tot. Da komme ich ja nicht hin, ne? Wenn wir aufschießen wieder. Bist du immer noch hier? Okay, von hier kommst du nicht rein. Und doch hier. Oh! Hallo! Nix machst du! Hast gar kein Recht dazu! Kopfnuss! Entschuldigung! Was? Bitte hilf mir! Arschloch. Ich erinnere mich, du bist der stumme Narr aus der Schenke. Mein ewiger Dank ist dir sicher. Ich schätze, du suchst den Kriegerpriester Gutzelin. Gutzelin, ja. Bitte, nimm den Kirchenschlüssel. Mir hat er nichts als Ärger gebracht. Tablette oder sowas. Nimm mal ein bisschen Gutzelin und schon geht's wieder gut. Gefunden, was? Was? Hoppala. Ich weide dich aus. Mach doch hier. Weide. Nein! Gar nicht hingeguckt. Hallo! Ruhig, mein Sohn. Du hast nichts gesehen. Du hast nur Angst. Mehr nicht. Doch, Papa! Das große Kreuz hat sich bewegt. Es hat gewackelt. Es hat gewackelt? Fürchtet euch nicht, Brüder. Wenn dieses Kreuz auf jemanden fallen würde, Steinmauern im Haus Gottes sind wir sicher. Sicher? Die Nordleute sind durch das Stadttor gebrochen. Nur um in unsere Falle zu tappen. Und jetzt bereit. Oh, ist er tot. Oh. Wäre noch schön, wenn es dazu eine Videosequenz gegeben hätte. Ah. Danke. Geh zu deinem festgenagelten Gott, dem du im
deinem Leben gedient hast. Mama, ich hab Angst. Räumt die Halle. Ruhig, mein Kind. Shh. Komm, Ava. Der Kampf tobt noch in den Straßen. Wir brauchen deine Stärke. Mach keinen Fehler, Siegfried. Glaubt, er ist mehr besessen als der König.